So, hallo. Wir machen weiter. Mit The Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mit Lazarus die Lazarus-Tainted-Variante freigeschaltet. Uns fehlt noch Samson. Ich glaube, das ist der einzige einfache, der noch fehlt. Wir haben noch Blue Baby. Wir haben Samson. Lost. Keeper. Okay, Bethany wäre auch noch möglich. Ich denke, wir gehen jetzt mal mit Samson durch. Der hat Bloodlust, das ist auch ein ganz cooles ne? So. Einfach, es wird... Was ist denn los? Es wird ein relativ normaler One. Er ist jetzt ein relativ normaler Charakter, sag ich mal. Also, ist halt Isaac mit Bloodlust, ne? Ansonsten ist er... Es ist so frech. Es ist so frech. Okay, bevor ich mich jetzt aufrege, gucke ich nach, ob Birthright bei Samson überhaupt was machen würde. Würde Birthright bei Samson was machen? Samson? Bloody Lust can gain 4 more damage boosts for a new max total of plus 14 damage. Und wir werden es nicht kriegen. Weil, wie sollen wir in der Map, in der Ebene 15 Münzen bekommen? Das ist sehr unwahrscheinlich. Oh mein Gott, das ist so frech. Oh, das ist so frech, Bloody Lust im ersten Shop zu sehen. Das ist so frech. Es ist so unfassbar frech einfach nur. So. Aber vielleicht kriegen wir ja Geld zusammen. Man weiß es nicht. Wir werden alles tun, um das Geld zusammenzubekommen. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob ich in den Itemraum gehen soll. Diese eine Ebene mal. Einfach für die Chance, dass da was ist, was uns Geld gibt. Versteht ihr? Einfach für die Chance, dass da was ist, was uns Geld geben könnte. Alleine dafür würde ich den Itemraum besuchen. So blöd es klingt. Allein dafür würde ich schon den Itemraum. Herrschaftszeiten. Besuchen. Hier wäre was zum Sprengen. Ja, sobald ich Bomben habe, könnte ich ja auch an Geld kommen. Ne? Ich kann ja die Donation-Maschine sprengen. Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist, an Geld zu kommen, aber es ist halt schon unwahrscheinlich. Leider. Man muss es leider so sagen. Ja, das war's jetzt schon. Das waren alle Räume. Wir kriegen keine weitere Bombe. Kein Geld. Und der Boss wird mir jetzt auch nicht gerade zufällig irgendwas geben, was mir Geld besorgen würde. Ich meine, es ist ein cooler Familiar, so ist es nicht. Gibt Schlimmeres, ne? Gibt wirklich Schlimmeres, aber... Bezogen auf das, was wir halt gerne gehabt hätten in der Ebene. Schade. Kann dann Birthright jetzt in anderen Shops eigentlich wieder auftauchen, wenn es hier schon... Ich meine, ich freue mich über das HP ab, aber... Okay, lasst mich kurz mal eine Sache nachlesen. Ganz fix eine Sache nachlesen. Moment. Muss ganz, ganz fix eine Sache nachlesen. Und zwar... wie die Sacrifice Rooms funktionieren. Ja...
Nee. Nee. Die ersten beiden Treffer sind zwar Münzen möglich, aber keine großen Münzen. Und bis zum vierten Treffer kommt eine Chest, aber dann sind ja die Herzen schon weg. Nee, keine Chance. Keine Chance, hier an Geld zu kommen. Ich habe nicht mal eine Bombe. Ich habe nicht mal eine Bombe. Ich kann nichts weitermachen. Okay, es ist so. Es ist so. Wir gehen weiter. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, wenn ich das Item nicht habe, ist einfach der One vorbei. So, das ist Schwachsinn. So, und weil ihr euch immer ärgert, dass ich die Curse Rooms nicht mache, solange ich noch keinen Rotherzschaden hatte, ich gehe jetzt rein. Und wenn da eine Spinne ist, die mich trifft, seid ihr schuld. So. Oder er hier. Okay. Okay, ich meine, wir haben schon einen Schutz jetzt. Wir haben schon mal einen Schutz jetzt. Der ist jetzt noch ein halbes Herz wert, aber wir haben einen Schutz. Insofern ist es sogar gut gewesen, reinzugehen. Aber man weiß es halt nicht. Ne? Es hätte genauso gut, hätte mich dieses Turret-Viech auch abschießen können. So, ihr kennt mich. Ich laufe in sowas unheimlich gerne rein. Und mit gerne meine ich eigentlich, dass ich es überhaupt nicht gerne mache. Yo, 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 yo. Chill mal ein bisschen, okay. Chill, 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 chill. Ja, komm. Ja, aber auch hier, wir kriegen effektiv nichts. Ab jetzt geht die Chance vom Planetarium hoch. Ne? Das ist natürlich klar, dass wir jetzt noch kein Planetarium hätten bekommen können. Ab jetzt geht die Chance hoch. Vorher war da natürlich noch nichts möglich. Ist klar. Oh mein Gott! Der hat mich über... hat mich etwas überrascht. Okay. Ja, wir können direkt weiter. Ich habe nichts weiter zu tun. Ich habe nichts weiter zu tun. Abflug. So, ab jetzt Planetarium 20%. Jetzt aber erstmal... Okay. Wir gehen direkt wieder in den Curse Room. Wir gehen direkt wieder in den Curse Room. Ich halte mich da jetzt dran. Ich mache das jetzt, wie ihr das gesagt habt. Okay. Okay. Was ist, wenn es jetzt Bad Trip ist? Ist dann Rotherzschaden? Och nein! Mein Perks ist super, aber... Okay. Es hätte schlimmer sein können. Meines Lustige ist ja, mit Samson ist es ja sogar effektiv, die Dinger zu machen, weil man ja Damage dazu bekommt. Ne? Also für Samson ist Schaden ja Damage ab. Also wegen Bloodlust. Warum erkläre ich euch Isaac? Das ist... Als ob irgendjemand zuguckt, der sich mit Isaac nicht auskennt. Wobei, kann natürlich sein. Nein, ich werde immer weiter Isaac erklären. Ich werde immer erklären, alleine schon, um euch zu zeigen, dass ich was weiß. Es ist wie bei so einer Abfrage. Oh Gott, 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 oh Gott. Wie bei so einer Abfrage, wenn ich die eigentliche Antwort, also nicht ich jetzt, sondern wenn man als Schüler die eigentliche Antwort nicht weiß und dann einfach dem Lehrer zeigen will, hey, ich weiß was. Ich erzähle dir jetzt irgendwas anderes, was nichts mit der Frage zu tun hat. Genau so ist das. So. Eine ganz beliebte Taktik, um zu tun, als hätte man was gelernt, obwohl es nichts mit der Frage zu tun hat. So, kannst du mir den Unterschied nennen zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten?
Also ich weiß noch, wie der Strafprozess abläuft. Ja, cool. Habe ich aber nicht gefragt. Schön, dass du das weißt. Nein, mein... Kann ich die eigentlich... Warte mal. Kann man denen nicht so Schaden zufügen? Oh, das macht den Raum so viel angenehmer. Wieso habe ich das noch nie genutzt? Ja, und ärgerlich, was jetzt natürlich passiert ist mit dem Schaden. Habe ich wieder keine Lust mehr. Aber jetzt muss ich mich zumindest nicht mehr verstecken. Ja, gut, wäre jetzt eh passiert. Wäre jetzt leider eh passiert. Ich glaube, an dem wäre ich nicht vorbeigekommen. Der war zwar keine Absicht, aber an dem wäre ich nicht vorbeigekommen. Ärgerliche Momente. Mit einer Bombe fange ich jetzt hier auch nicht an, irgendwas zu sprengen. Das ist mir zu blöd. Ich sehe auch nichts, was effektiv sprengbar wäre. Also hier wäre jetzt natürlich was, klar. Aber, ja, ne? Oh Gott, was ist das denn hier für ein furchtbarer Raum? Erst die Dinger, dann liegt da auch noch rote Kacke rum. Das ist ja prädestiniert für Schaden. Es ist so frech, wenn ich den Raum jetzt ohne Schaden zu nehmen schaffe. Und dann nur wegen diesem blöden einen Rotherzschaden. Ist kein Deal. Also gut, ich hätte eh nicht zwingend Deal bekommen, weil es bei 33% gewesen ist. Aber das ist frech. Ach, komm schon. Ah ja. Naja, so, das will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Da haben wir mittlerweile gelernt, dass das ja eigentlich ziemlich schlecht ist, weil wir würden es lieber voll auffüllen, das Herz. Und so füllt er nur ein halbes, aber es ist dann voll und ich kann kein anderes mehr einsammeln. Also ist doof. Ist cool, wenn man Wafer hat, ne? Dann ist cool, aber so nicht. Oder ist... Nee, es füllt ja trotzdem einen kompletten Container. Also ich habe ja trotzdem dann weniger Hits. Nee, es bleibt nicht. Es ist einfach nicht cool. Es ist einfach nicht cool. Und es bleibt auch uncool. So, Curse of the Blind, okay, ist nicht ganz so dramatisch. Weil wir ja effektiv nur das Planetarium nutzen würden. Und nicht den Itemraum. Und wenn wir hier zurückkommen, später, irgendwann mal... Dann sehen wir ja die Items wieder. Oh, warum hättest du nicht... Warum hätte das nicht... Och, Mann, ey. Warum hätte das nicht einfach im ersten Shop... Ach. In der ersten Ebene. Ja gut, da hatte ich noch nicht genug Schlüssel. Also, ja, das ist eh Quatsch. Aber jetzt... Nein! Da war der Rotherzschaden. Aber jetzt gehen wir natürlich auf jeden Fall... Gehen wir jetzt in den Shop. Ganz klar. Mein Gott, hör doch auf. Gott, war das ein schlechter Kampf von mir mal wieder. So, wenn wir Münzen haben, hole ich den Penny wieder. Ansonsten nehme ich erstmal Evil Up mit. Also den Lippenstift. Oh boy, da gehen wir später durch. Das ist nicht für jetzt. Aber der Treffer gerade schon wieder ärgert mich echt schon wieder. Das sind so. Ich will ja selber nicht solche Treffer haben. Das ist halt. Es ist ärgerlich. Es ist böse ärgerlich einfach nur. Aber langsam haben wir auch ein paar Bomben. Okay, da ist eine Bücherei. Wir haben bisher kein Spacebar-Item, also kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall reingehen. Gehen wir erstmal hier rein. Okay, das war Müll.
Oh, es ist nur eins. Bitte sei ein gutes. Gut, kann man anbieten. Passage. Dein Crawl Space. Ha! Perfektiko! Was haben wir denn hier Hübsches? Achso, gut, ich sehe das Item nicht, aber ich meine, das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Im schlimmsten Fall ist es halt Müll. Ja, es ist kein Müll. Sehr schön. Kann man mitnehmen. So. So far, so good. Das war doch jetzt eine ganz nette Ausbeute. So, ich meine, wir kriegen wahrscheinlich den Engelraum wieder nicht. So, den habe ich wieder ziemlich gut verkackt. Wobei jetzt natürlich die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher wieder ist. Weil sie nicht komplett auf Null war. Weil sie am Anfang schon höher war und dann natürlich nicht komplett runtergeht. Aber so insgesamt... Ja. Ja, dann gehen wir mal shoppen. Ich weiß, es ist ein Item, was ich nicht sehe, aber bevor ich hier was Schlechtes, was Gutes nicht nehme, werde ich auf jeden Fall nachgucken. Da kann mich keiner von abhalten. Oh ja, cool, nochmal Emperor. Genau das wollte ich. Die Red Candle. Ja, würde ich doch anbieten. Was hättet ihr jetzt eher mitgenommen? Bibel oder Candle? Ich meine, ich habe verstanden, dass ihr die Kerzen nicht mehr für so gut erachtet, wie sie mal waren. Habe ich verstanden. Nehme ich hin. Ist akzeptiert. Aber jetzt die Wahl zwischen Candle... Oh, ich habe Münzen eingesammelt ohne den Penny. Kommt mir gerade. Und zwar viele. Ups. Müssen wir gleich nochmal... LOL! Da müssen wir gleich nochmal loslegen und diesen Fauxpas wieder gut machen. Oh, jetzt krieg ich ein Sie. Okay, aber ich meine, ich hätte es mit der Bombe vorher sprengen müssen. Jetzt lasse ich den Lipstick liegen. Ganz ehrlich, jetzt lasse ich den liegen. Jetzt juckt's mich nicht. Jetzt ist mir das gerade wurscht. Das ist mir. Bevor ich den Penny wieder vergesse, nehme ich den lieber mit und ne? Also, das ist ja dumm gewesen gerade. Ich muss nur dran denken, den Lipstick dann in den Bossraum zu legen. Weil das natürlich mein Way. Oh mein Gott! Das ist nicht... Oh nein! Ich habe gesagt, sobald ich das Missing Poster habe, mache ich dann einen Lost Tainted Unlock draus, ne? Wenn ich das irgendwie hier speichern könnte, ohne dass es sich in den Dings verwandelt. Aber ich kann ja Trinkets nicht mal mitnehmen. Also ich kann ja Trinkets nicht mal behalten. Ich kann ja den nicht mal hier als ablegen und sagen, okay, ich hole dich später wieder. Scheiße. Diesen Raum. Vor allem, ich bin nicht so schnell. Ich werde auf jeden Fall Schaden nehmen. Ah, ich habe keinen Geheimraum. Ah, ich hatte da unten bestimmt Geheimraumchancen gehabt. Scheiße. Aber wenn ich jetzt hier hochlaufe, laufe ich nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, wann man da losgeht. Ich hasse diesen Raum. Das ist so ein dummer Kackraum einfach. Mein Gott. Ah, ich weiß gar nicht, warum ich mich beschwere. An sich läuft es ja gut. Ich bin jetzt halt nur... Ich hätte jetzt wirklich die Chance, Lost Unlock
aber... Nee, wir... Ja, keine Ahnung. Aber mich setzt die Flamme dann immer so selten ein, wenn ich sie habe. Das ist auch so dumm. Die würde sich hier voll gut anbieten und ich setze sie einfach nicht ein. Mein Gott, echt. Hangman ist mir überhaupt nichts. Komm, sei gut und lass mich die Bombe nicht umsonst. Okay, danke. Okay, cool. Wo ist die? Wenn die mich jetzt trifft, ich raste aus. Ja, ne? Dann weiter im Programm, würde ich sagen. Ich geht's nicht. Ich habe keine Lust, jetzt wieder zurückzurennen und den Dings zu holen. Ich werde in dem einen Raum werde ich nur mehr Schaden nehmen. Das ist es absolut nicht wert. Das ist es wirklich, wirklich nicht wert. Ah, verfluchte Kacke. Ich nehme jetzt hier nicht nochmal Schaden, auf keinen Fall. Komm, Engelraum. Hä? Was habe ich verpasst? Welches meiner Items sorgt gerade dafür, dass das Boss-Item zu einem Deal-Item geworden ist? Können wir darüber reden? Wait, what? What? Lasst mich mal ganz kurz ein bisschen was nachlesen. Nein! Die Satanic Bible! Using this book... Seit Repentance ist das so. Using this book before the boss dies causes the boss item on the current floor to become a devil deal instead. Nein, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das ist jetzt unwiederbringlich, ne? Ja, scheiße. Ja, F. Kann ich nur hoffen, dass wenn ich zurückkehre, entweder genug Herzcontainer habe, dass ich mir das leisten kann, weil aktuell sehe ich das nicht. Oder es vielleicht dann wieder normal ist. Man weiß es nicht. Ah, das ist ja dumm. Nein! Das ist ja richtig dumm. Come on! Ah, scheiße. Ach, scheiße. Ach, verdammte Axt. Wollte eigentlich Hangman nutzen, um hier durchzukommen ohne Schaden, aber dann ist... Jo, komm her. Dann ist es jetzt auch egal. Ach, so ein Dreck. Ey, das habe ich überhaupt nicht gewusst mit der Satanic Bible. Seit wann? Also ja, seit wann? Seit Repentance, aber... Es wäre schon nett, wenn man auch mal Spieländerungen mitbekommen würde, so vom Spiel her einfach. Woher soll ich denn wissen, dass... Oh mein Gott! Was ein scheiß Raum. Alter! Ich meine, woher soll man denn auch wissen, dass sowas hier... Ach, das ist doch... Danke. Oh, ich hätte mit Hangman da durchgehen können. Ja, aber mein...
ab, ey, aber... Wird das einfach plötzlich ein Devil-Item draus? Was soll denn sowas? Ja, komm, ab in den Shop. Wir haben nämlich Steam Sale und das will ich ausgeben. Und nutzen. So. Ey, ich könnte mich so aufregen. Ja, wieder was gelernt. Satanic Bible wird nie wieder eingesetzt. Gut. Dass wir drüber geredet haben, ne? Das ist hier der Boss. Das ist mir ein bisschen zu bald. Aber gut, den zu finden. Die Frage ist halt, ob wir noch irgendwo die Möglichkeit haben, Dings zu finden. Na, sag schnell. Planetarium. Das ist halt was, wo ich mir absolut unschlüssig bin. Na, scheiße, das trifft natürlich wieder nicht. Ja, komm, mach dich einfach weg. Da ist eine Kiste aufgetaucht. Okay. Ach so, warte, ich habe ja Kompass. Zeigt der Kompass Planetarium an? Würde Planetarium durch den Kompass angezeigt werden? Oder ist es außen vor? Ganz vergessen, dass ich Kompass eingesammelt habe. Oh! Das könnte ein guter Raum werden. Nein, Mann. Also nicht schlecht, aber auch jetzt nicht das Beste. Aber wir sind durch den Raum wieder recht gut aufgeladen. Muss man gestehen. Also das passt. Ja gut, gehen wir Bossi machen. 46% werden wir uns nicht treffen lassen. Halbes blaues Herz haben wir als Schutz. Ich glaube, ich Hank Man liegen lassen. Ich weiß es nicht. Soll ich einmal eine Bombe... Nee, komm. Bin schon wieder genervt von dem One, man merkt es vielleicht, aber ich mache jetzt einfach mal weiter und will jetzt aber mich nicht allzu lange aufhalten, vor allem. Okay, den einen probieren wir. Ja, okay. Ja, oh, scheiße. Ja, Leute, sorry, jetzt, jetzt hat sich das mit dem schnell durch aber auch wieder erledigt. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Das war dumm. Jetzt hat sich das mit dem Schnelldurch leider wirklich komplett erledigt. Ah, es tut mir jetzt wirklich leid.
Jetzt muss ich leider alles hier sprengen. Was nach Crawl Space oder Karte oder sonst wie aussehen könnte. Gut zu wissen, dass die schon mal da ist jetzt. So, was gab's denn noch so ein bisschen? Ah, mein Gott, ja, die blauen Feuer, natürlich. Oh, jetzt kann ich mir auch das hier holen. Ja, goldene Bomben finden ist natürlich eine coole Sache. Verzögert nur leider alles ins Unermessliche. Tut mir leid. Aber ich meine, das jetzt nicht ablaufen, wäre ja komplett dämlich. Also, komplett. Also, das muss man ablaufen. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Nee. Der Raum allerdings wird nicht mehr betreten. Da war gar nichts mehr. Okay, ja, das ging ja fix. Seht ihr, war gar nicht so schlimm. Hat gar nicht wehgetan. Dann können wir ja direkt wieder abbauen. Sehr schön. So. Wenn wir genug Kerzen übrig haben, spielen wir dann an der Maschine. Aber ich will erstmal den Boss machen. Nicht, dass ich da gleich mich aufs Maul lege. Oha. Das wäre nämlich nicht so cool. Ja, mit ihm nämlich ist es gar nicht so... Ja. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich hier gleich sämtliche Herzen liegen lasse einfach. Ja, meine Fresse, regst du mich auf schon wieder. Bruder. Richtig schlechter Kampf, aber Engelraum ist da. Aber der Kampf war richtig schlecht. Mein Gott, echt. Aber ihr seht, was ich gemeint habe. Genau das habe ich gemeint. Okay, wir haben den Dolch dazu bekommen. Und wir können noch die Feuer hier sprengen. Die mich jetzt bitte nicht in die Luft jagen. Kein einziges Feuer ist auf meiner Seite. Frech. Sehr frech. Na gut. Will ich jetzt gegen ihn auch noch kämpfen? Ich hab die Bomben. Was soll's? Gehen wir rein. Ist halt dumm, weil ich jetzt noch ein bisschen Herzen verliere, die ich eigentlich in die Maschine stecken wollte. Ja, will ich jetzt wirklich an die Maschine gehen? Jetzt klingt es nicht mehr so attraktiv mit der Maschine. Aber dann jagen wir es ja natürlich noch in die Luft vorher. Es liegt halt leider nichts mehr rum an Herzen, ne? Nee. Ja, dumm gelaufen. Gehen wir mal auf 2 Herzen runter. Vielleicht macht sie bis dahin ja was Cooles. Tut sie leider nicht. Ich meine, sie hat uns viel Geld gegeben. Das ist okay. Das Geld ist cool. Die Herzen nicht so. Die Herzen sind nicht so cool. Ich glaube, hier kann eh nichts sein, aber ich spreche es einfach mal, weil ich es kann. Ja. Ah, shit. Wir haben immer noch kein Trinket irgendwo liegen lassen. Oh mein Gott, Oh mein Gott, was ist das für ein Run? Ich mache so viel Müll. Okay.
Oh, das ist dieses coole Ding, dass man von fast nichts mehr getroffen wird, ne? Das ist übelst cool. Das, also, wenn es so funktioniert wie damals, also, das war so dieses... in Dings hatten wir das manchmal. Ich lese es mal ganz kurz durch. Aber das hatten wir in diesem... wo man mit Satan anfängt in dieser Challenge. Plus 0,7 Tiers ab. Erhöht, senkt stark die Größe von Isaac, wo meistens die Tränen dann nicht mehr... Ja, die Tränen gehen über mich drüber. Das ist so cool einfach. Okay, mal gucken, wie das jetzt... Aber jetzt habe ich so wenig Herzen, dass ich gerade ein bisschen Angst habe hier vor dem Kollegen da. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Und natürlich, Gegner können nach wie vor in mich reinrennen. Also vor denen bin ich nicht sicher. Aber vor Schüssen und so Kram bin ich sicher. Wenn sie nicht am Boden entlang sausen. Alles, was höher ist, trifft mich nicht mehr. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Trinket, was wir dann liegen lassen können diesmal. Auch jetzt ist einfach im Itemraum. Da kommen wir nämlich gleich hin. Diesmal jetzt kann man ja den Itemraum wieder mitnehmen. Das ist leider jetzt aber immer noch ein Raum, wo ich problemlos getroffen werden kann, weil das alles solches, was auf dem Boden stattfindet. Da brauche ich mir gar keine Hoffnung machen, dass mich das nicht trifft. So. Aber das Tiersab ist ja alleine auch schon ganz cool von Pluto. So, da ist der Itemraum. Mit unangenehmen Gegnern vorher. Jetzt kriege ich mein blaues Herz. Ich könnte schon wieder ausflippen. So, da ist meine Full-Karte. Wow. Richtig krasses Item, was wir hier kriegen. Aber der Shop kommt auch gleich. Und dann kommt aber auch schon der Boss. Ich glaube, jetzt Flüche deaktivieren ist auch nicht mehr so effizient. Welche Kerze ist besser? Die rote oder die blaue? Lasst mich kurz gucken. Red Candle. Each Flame deals 125 Total Damage. Bleibt 10 Sekunden. Blue Candle. 23 Damage per Tick. Can cause up to a total of 276. Ich glaube, dann ist die blaue attraktiver. Korrekt? Meine ja. Meine ja. Ah, komm, dann kaufen wir kurz die hier auch noch. Dann haben wir sie, weil es gibt auch noch ein Soul Heart dazu. Ist okay. Ja, die macht, glaube ich, mehr Schaden. Müsste so hinhauen. Ja gut, dann können wir jetzt trotzdem gleich mal machen. Ich wollte erst sagen, wir warten noch mal kurz wegen so ein bisschen energietechnisch ab. Aber dann bin ich ganz ehrlich. Dann warte ich jetzt auch nicht mehr energietechnisch ab. Sondern dann gehen wir jetzt mal machen.
Können wir gleich noch einsetzen? Werde ich mir merken. Ah. Okay. Wir nehmen hier noch kurz was mit. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Ist das... Füllt mich das auf? Lasst mich ganz kurz lesen. Ist das ein HP-Up, was mich auffüllt? Oder macht es nur ein Herz mehr? One Heart. Oh, okay, es heilt einen Container, wenn man es aufhebt. Ich überlege schon nur gerade. Ja, wir spielen nachher. Wir spielen nachher an dem Kollegen. Wir spielen nachher an dem Kollegen. Wir spielen nachher an dem Kollegen. Nein, 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 so rum. So rum ist richtig. Wir gehen nachher noch ein bisschen hier rum, aber erstmal machen wir jetzt Mom weg. Mom ist nicht ganz so begeistert von heißen Füßen. Verstehe ich gar nicht. Hä? Okay. Das wird nachher natürlich... brauchbar. Dann das hier. Für den Rest der Ebene. Ich gucke nur kurz, ob ein Stein relevant ist. Sieht aber nicht danach aus. Okay, Abflug. So, jetzt können wir natürlich auch einmal hier reinwuseln. Das war leider nicht so brauchbar. Aber man weiß es vorher ja nicht. So, dich muss ich jetzt einmal im Itemraum ablegen. Halt, ich wollte The Moon einsetzen. Wo ist denn jetzt The Moon hin? Hier, ne? Genau. Interesting. Für die Chance auf einen coolen Pilz. Geldtechnisch warten wir erstmal. Oha! Hilfe! Kein Fan. Kein Fan von dem. Oh lol, der war einfach direkt daneben. Ja, okay, interessant. So, jetzt holen wir mal ganz schnell den Counter. White Penny wieder. There we go. Nee, ist kein Blut an der Kiste. Sah erst so aus. War dann aber doch nicht der Fall. Und das Problem ist, wir haben da oben eine Arcade. Ich hab die schon registriert, so ist es nicht. Ich hab die schon registriert. Bin da ganz bewusst noch nicht hingelaufen. Aber ich muss da reinschauen, so. Das geht gar nicht an. Ich muss da rein. Ach ja, und hier war der Kollege. Ja, ich würde sagen, bei bis zu 3 Herzen machen wir auf jeden Fall. Gut. 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 Gar kein Problem. Gar kein Problemchen. Das Coole ist ja, je mehr Herzen wir jetzt mitnehmen,
umso eher können wir uns dann vielleicht noch dieses 2-Herz-Steel-Item leisten. Ne? Das haben wir ja noch nicht gesehen, was das ist. Es muss ja was Gutes sein, weil es ist ja ein 2-Herz-Item. Und normalerweise sind ja 2-Herz-Items schon was Gutes. Oh yes, oh yes. Hier gibt es jetzt nochmal schöne Sachen. Für den Papa. Habe ich das Trinket abgelegt im Itemraum? Ja, habe ich. Der ist aber knausrig heute. Na, wirst du es dann bald mal haben. Ich meine, ich nehme die Schlüssel gerne, ich brauche auch noch ein paar. Okay. 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 Sag mal. Sag mal, wie bist du denn drauf? Oh, Devil. Devil ist eine Karte zum Mitnehmen. Nee, ist eine. Ach, scheiße. Ich muss den Crack Key mitnehmen. Ich muss ja den fucking Crack Key mitnehmen. So, gönn dir. Ich hoffe, du bist nicht ganz so knauserig. Leute! Das hat gedauert, aber das war's wert. Das war's wert. So. Ne, ich nehme den Moon mit. Für den direkten Port in den Geheimraum. In der nächsten Ebene. So, jetzt erstmal schnell Herzen sammeln, weil jetzt haben wir doch einiges. Einiges aufgeben müssen an Herzen. Wo ich jetzt gar nicht mal so entspannt bin, deswegen. Aber es ist okay. Ah, sehr schön. Spiel ist gnädig. Prima. Okay. Restliche Herzen sammeln und dann Abflug. Dann kriegen wir noch ein HP ab. Ich denke, wir werden uns das 2-Herzen-Item auf jeden Fall holen. Ich weiß halt jetzt nicht, was es ist, ne? Aber ich denke, wir können es uns auf jeden Fall holen. Je nachdem, was es dann ist, natürlich. Davon mache ich es dann schon noch abhängig. Ich gucke nochmal ganz kurz zur Sicherheit in den Itemraum, ob ich da wirklich das Trinket reingelegt habe. Yes. Also, dann muss ich auf Necropolis 2, das ist ja dann eine sehr kleine Ebene, den Itemraum finden und ab da den Crack Key mitnehmen. Und ich wollte den Moon mitnehmen und nicht Magician. Fängt zwar auch mit M an, aber ist nicht, was ich mitnehmen wollte. Jetzt aber. Okay. Da ein cooler Stein. Nein, Abflug. Gut. Dann haben wir doch sogar jetzt recht gute Voraussetzungen für den Tainted-Charakter zumindest schon mal. Oh, die Viecher sind gefährlich hier. Werde auf jeden Fall hier sprengen, weil da sehe ich einen attraktiven Stein und an die Kiste komme ich damit sowieso ja ran. Yo! Give me that.
Ich werde so spielen, als ob ich getroffen werden könnte, weil ich weiß nicht, was mich wann nicht trifft und so. Deswegen werde ich da sehr vorsichtig sein, ne? Ich werde so spielen, als ob ich getroffen werden könnte. Also wundert euch nicht, wenn ich ausweiche und ihr aber das Gefühl habt, okay, ich wäre eh nicht getroffen worden. Dann, ich bin mir halt nicht sicher und ich möchte keinen Treffer riskieren. Also spiele ich so, als könnte ich getroffen werden. Don't wonder. Okay, da drüben ist Itemraum und Dings. Ah, ich muss erstmal den Kollegen und dann geht's hier weiter. Easy. Schöne Truhe. Okay, perfekt. Und dann geht's hier direkt zum Itemraum. Angenehmer Raum. Ups. Die schlagen schon ganz schön schnell zu, muss man mal sagen, ne? Okay, gefährliche Truhe. Kann ich die so öffnen? Nein. Dann bleibt sie geschlossen. Wie Kaufhäuser am Sonntag. Okay. Warten wir ab, was draus wird. Da warten wir ab, was draus wird. Okay, wir haben schon ein Guppy-Item. Das leiste ich mir jetzt. Das eine leiste ich mir jetzt. So, und jetzt gehen wir über den Moon raus. Das war der Plan. Wo ist es? Ach, hier gleich, okay. Schade, kein blaues Herz rausbekommen. Aber ist okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Richtung Shop. Ich will jetzt mich nicht unnötig lange aufhalten in der Ebene. Na, bevor wir hier noch Zeug riskieren und verlieren und so weiter. Ich meine, klar, sowas wie Shotspeed abnehme ich natürlich nochmal mit. Bloß nicht. Und die hatten wir noch nicht. Oh, ja. Ah, Portale. Als erstes Portale weg. Sonst haben wir wieder riesiges Chaos. Ach, da drüben ist noch ein Portal, ne? Ja. Weg mit dir. Ganz schnell weg. Da habe ich ein bisschen Bammel vor denen. So. Aus Gründen. Oh, nice. Ah, nee, die räumen selber auf. Die räumen selber auf. Komm, eine noch. Nee, nicht da oben. Da unten könnt ihr noch einen wegnehmen. Perfekt, danke. Oh, ja gut, aber es nützt mir jetzt nichts mehr, oder? Ich glaube, jetzt nützt mir das nichts mehr. Das wird sich jetzt nicht hier plötzlich auf der Ebene so auswirken, dass plötzlich ein Planetarium auftaucht. Wäre zwar cool, aber das glaube ich nicht. Und danach gibt es keine Ebene mit Planetarium mehr, also. Sonst wäre es natürlich cool zu mitnehmen, gar keine Frage. Oh lol. Ja, gut, ich könnte jetzt. Ja, mal, was soll's? Opfer ich halt den Schlüssel. Also nicht. Geh mal so rein. Ist okay. Kann man machen. Auch das kann man machen. So, dann hier. Hier. Ja, komm. So, ich weiß, die Reihenfolge war dumm, aber was soll's, ganz ehrlich. Oha! Ja, gut, das ist nicht so das Coolste, weil wir brauchen die Schlüssel noch für die Itemräume. Aber ich krieg noch genug Schlüssel zusammen. Das wird jetzt nicht das große Problem sein. Ich überlege gerade, ob der hier jetzt besser ist als. Aber ich denke nicht, weil. Also im Moment würde ich den Counterfeit Penny noch bevorzugen. Aber grundsätzlich könnten wir dann, wenn wir noch ein anderes Trinket finden, jetzt haben wir so viele Münzen, könnten wir auf jeden Fall drüber nachdenken, mal zu wechseln, ne?
Okay. Falscher Raum, falscher Raum, falscher Raum. Ich wollte hier nicht rein. Ich will einfach nur noch raus. Ah, hier können wir noch sprengen. Ach, Menschenskinder. Zumindest wir können es versuchen. Oh nee! Du bleibst jetzt erstmal hier weg. Oha. Nein, wir könnten nochmal auf dem HP abhoffen. Na, ein paar Herzen liegen ja rum. Bloß nicht. Problem ist halt, ich krieg die Münze jetzt nicht mehr los. Also wenn jetzt kein HP ab rauskommt, hab ich's verschwendet. Ah, riskante Scheiße, die ich hier mache. Ich kann halt nicht mal die Münzen jetzt nutzen. Das ist das Ding. Das ist dumm. Wenn ich wüsste, wie viel die Maschine noch hätte. Na, wenn ich wüsste, wie viel ich noch riskieren kann. Oh mein Gott, ich wollte hier nicht rein. Ist jetzt der offen? Nee. Weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ach. Ebenhonig. Kann ich das mit der Bombe eigentlich öffnen? Nein. War ein Versuch. Ja, ich habe auf ein Herz gehofft. Haben wir alle Räume gesehen. Yikes. Okay, aber jetzt habe ich so viele Bomben. Jetzt kann ich die auch hier setzen. Und ach nee, ich käme gar nicht ran, ne? Ich käme gar nicht ran. Dumme Idee. So, hier kann ich jetzt noch das Herz kaufen. Soll ich weiterspielen mit der Maschine und auf Dings hoffen? Noch ein HP ab? Nee, ist Blödsinn. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist Blödsinn. Nee, komm, passt schon. Passt schon. So, wir müssen in den Itemraum und dann gucken, ob was das andere Ding zu Infamy ist. Und dann mal gucken, was so noch abgeht. Nö. Ich hätte es noch sprengen können, aber... Nee. Jetzt ist auch gut. Jetzt ist auch gut. Ihr müsst als erstes weg und ab jetzt ist alles ein Herzschaden. Da muss ich böse aufpassen. Ich meine, natürlich, einiges kann mich eigentlich nicht treffen, aber... Wie gesagt, ich werde so spielen, das könnte mich Dinge treffen und ich meine, man sieht ja an meinem Herzschaden, dass mich problemlos noch Dinge treffen können, also. So unsicher ist es scheinbar gar nicht. So, was ist Megafarts? Ich meine, ich werde es auf jeden Fall mitnehmen, weil der Counterfight Penny, sorry lieber, Counter, nützt mir jetzt halt tatsächlich nichts mehr. Ach so, ja, okay. Eigentlich nützt mir der aber auch nichts, dann ist der immer noch effektiv. So, hier ist wahrscheinlich der Lichtstrahl, perfekt. Und dann ist hier der Itemraum. Ja, da ist doch die Entscheidung relativ simpel. Zusätzlich, dass ich eh fast nicht getroffen werden kann, blockiere ich jetzt auch noch Damage, wenn notwendig. So, wir müssen in den nächsten Itemraum unbedingt rein, weil wir da den Cred Key haben liegen lassen. Ganz, ganz wichtig, Geschichte. Ganz, ganz wichtige Geschichte.
Dürfen wir nicht vergessen. Yo! Die Truhe ist böse, aber der Raum ist cool. Vielleicht. Yes! Hä? Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ihr wisst, was das Problem ist. Ne? Euch ist bewusst, was das Problem ist. Wir haben ein fettes Problem. Hätte ich damit rechnen können, hätte ich das wissen müssen. Wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich in die nächste Ebene, ne? Der bringt mich raus. Der bringt mich einfach raus. Aber dann bekomme ich meinen Crack Key nicht. Wenn das jetzt keine Telepille ist. Fuck. Fuck. Der bringt mich in die nächste Ebene. Ist das immer so, dass wenn man so klein ist, dass man da durchfällt? Ist das normal? Ich meine, gut, dann schaffen wir Beast, weil wir jetzt Perks bekommen. Aber wir bekommen den Unlock nicht. Ach, scheiße. Na gut, muss ich damit leben. Ja, wir sind in Devs 1. Scheiße. Und ich habe die anderen Trinkets habe ich einfach vergessen, ne? Die habe ich einfach nicht hingelegt. Die habe ich einfach vergessen. Fuck. Oh Gott, mit ganz viel Glück kriegen wir noch irgendwo einen Crack Key, aber ich glaube nicht dran. Oh, scheiße. Ich meine, es ist besser, wir besiegen Beast und Dogma. Und den Unlock machen wir wann anders. So, aber es ist halt ärgerlich, weil man es gerne in einem Aufwasch macht. Ach, F. Ach, Big F, Mann. Das war der Sturz ins Verderben. Oh, warum ist der... Oh. Das ist normal, dass man bei sowas runterfällt? Oder hätte das jetzt auch passieren können, wenn ich groß bin? Dann... Ich habe so eine Panik davor, den Crack Key nicht zu bekommen. Und jetzt passiert genau das. Das ist doch kacke. Ah, das ist doch wirklich kacke jetzt. Ja, alles cooles Zeug. Aber kein Crack Key. Vor allem, wir könnten jetzt sogar den Crack Key und Perks mitnehmen. Wir könnten beides mitnehmen. Ich muss jetzt die Räume abgehen, weil ich muss jetzt jeden Raum kontrollieren, ob mich irgendwie noch an den Crack Key rankommen könnte. Ich weiß zwar nicht wie und ob die einfach so spawnen können, ich glaube es nicht. Aber ich muss jetzt alle Räume ausnutzen. Ich muss jetzt alle Räume ausnutzen. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Oh, Brimstone ist es gewesen. Okay. Ja, ich denke, Brimstone können wir uns schon gönnen, ne? Aber schon ewig nicht mehr. Das hatten wir wirklich schon ewig nicht mehr. Hä, ich habe noch volle Herzen? Hat es jetzt keine Herzen gekostet? Hat es jetzt keine Herzen gekostet, Lul? Sollen wir recht sein? Hab nichts dagegen.
Crack Key. Wahrscheinlich kann die nicht mal einen Crack Key spawnen, aber. Ich will einen Crack Key haben. Habe ich irgendwo vielleicht zufällig noch ein Trinket liegen lassen? Ohne es gemerkt zu haben? Keine Ahnung. Bitte ja. Weiß es nicht. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, ey. Ich meine, ich bin absolut guter Dinge, was unsere Kämpfe angeht, die jetzt kommen. Ich bin absolut guter Dinge. Aber ich brauche halt jetzt noch einen extra Part, um den Dings zu holen, den Charakter. Können die Dinger Crack Keys spawnen? Ich meine, sie können Karten spawnen, aber ich glaube keine Crack Keys, oder? Ich dachte gerade kurz, das wäre ein Crack Key. Lass mir meine Hoffnungen. Scheiße. Ach, ist das Kacke. Es ist zum Kotzen. Ich gehe die Räume ab. Ist mir scheißegal. Die Chance, dass auf irgendeine Art und Weise hier noch ein Crack Key rauskommt. Aus irgendwas. Die lasse ich mir nicht entgehen. Ich muss alles ablaufen. Auch wenn es nervig ist. Es tut mir leid. Aber ich meine, wir spawnen auch mit jedem Raum, fast im Raum Truhen und... Ja, keine Ahnung. Was soll ich tun? Es ist halt so. Scheiße. Hätte ich das wissen können? Hätte ich das verhindern können? War das was, womit man hätte... Ach, Mann. Ach, das ist doch alles Kacke. Ach, das ist doch alles Kacke, echt. Ja, der trifft mich kaum wegen Jupiter. Pluto. Was heißt kaum? Der trifft mich einfach gar nicht. Für sowas ist es schon cool. Kann hier ein Crack Key draus werden, wenn ich das jetzt hier liegen lasse? Nee, ne? Scheiße! Mich mal ganz kurz. Oha, was ist jetzt passiert? Oh, ich schmeiß Bomben. Ach, wegen dem Uno-Ding. Ja, ich weiß schon. Lass mich mal ganz kurz lesen, ob bei Crack Key irgendwie was steht, wie ich den bekommen kann. Nee, da steht nur dort das mit dem Trinket. Ach, Scheißdreck. Gibt's irgendwas? Okay, lass mich mal kurz lesen. Nee. Es gibt nichts, was mir im Moment helfen kann, außer ich habe halt Glück. Ah, ich könnte echt so sau werden. Ich werde jetzt alle Räume abgehen. Bis mir ein Crack Key vor die Füße fällt. Scheiße. Das ist die größte Kacke, die bisher passiert ist. Wir fallen einfach in einen Error-Raum, weil wir in einem Crawl-Space sind. Damit konnte ich doch nicht rechnen. Wo soll ich denn wissen, dass sowas passieren kann?
Also, real talk. Wo soll ich denn sowas kennen, wissen, denken? Wie? Ich meine, wie gesagt, immerhin werden wir ja das Schwierigere schaffen. Also, es ist ja besser, man schafft Beast und den Tainted-Charakter holt man halt danach. Das ist ja besser, ne? Insofern ist es okay. Besser so als andersrum. So, ich hole den Tainted-Charakter, aber schaff Beast nicht, weil dann muss ich ja sowieso alles nochmal machen. Aber es ist halt dumm, weil es nochmal eine Stunde dann kostet. Nur um den zu holen. Das ist so dumm. Das ist überhaupt nichts. Was ist das denn? Static Tears. Technology Zero. Okay, das hat wahrscheinlich auf Brimstone keinen Effekt. Wäre jetzt sicher ein cooles Item gewesen. Keine Ahnung, was es tut, aber hat auf Brimstone vermutlich keinen Effekt. Static Tears. Also kann ich nichts dazu sagen. Ja, auch die Dinger treffen mich überhaupt nicht. Aber dass es auch ausgerechnet auf der Ebene passieren muss. Auf der Ebene, wo ich den scheiß Crack Keep mir gespeichert habe. Ausgerechnet auf der Ebene. Wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech kann man haben? Scheiße. Aber da sehen wir jetzt mal, was es alles so hier für Räume gibt, wenn man alles durchlaufen würde. Alles sieht aus wie ein Crack Key und es ist einfach geiler. Mann! Eigentlich könnt ihr auch noch den Red Key bekommen. Direkt den kompletten Red Key anstatt der Kerze. Würde ich auch sofort nehmen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Nehme ich sofort. Ja, aus dem Topf wird der rauskommen können. Wahrscheinlich, Kollege. Wahrscheinlich. Ja, das war's. Letzte Ebene. Letzte Ebene. That's it. That's all, folks. That's all, folks. Scheißdreck. Da waren wir im Itemraum drin. Haben aber leider kein Trinket abgelegt. Oh, lol. Da kassiere ich nochmal einen HP down. Dann füllen wir es halt mit dem Herzen auf. Mit blauen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich glaube, hier ist auch nichts. Ich hatte so viele Trinkets, ich hätte sie einfach nur legen müssen. Ich hätte so leicht das ganze Problem umgehen können. Es hätte so leicht einfach nicht passieren müssen, ne? Oh, habe ich nicht gesehen, was da passiert ist. Hups. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. So viele Möglichkeiten. Aber ich musste ja ich sein. Und alles vergessen. Ich habe den Lipstick nirgends hingelegt. Ich habe das Lost Trinket nirgends hingelegt. Nein, und das Trinket, was ich gelegt habe, da falle ich durch den Boden in den Errorraum. Es ist leider negatives Glück. Leider kein Red Key. Ach Mann, es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Sind wir jetzt durch. Aber ich laufe noch alles ab. Wie gesagt. Aber da kommt nicht mehr viel. Ja.
Nein, nein, du sprengst den nicht. Du sprengst den nicht. Okay. Oh, jetzt, das ist jetzt wird's ganz ungünstig, weil jetzt werde ich werde jetzt wahrscheinlich mal, ich werde jetzt mehrmals werde ich dieses dumme Ding legen. Muss ich dafür laufen, dass das passiert? Ich will es nicht bei ihm legen, das ist mein Problem. Aber ich habe halt nur zwei Schlüssel. Hm. Ich kriege ja nichts mehr. Na, das war's. That's it. Naja. Too late. Too late to be sorry. Es ist, wie es ist. Kein Cracked Key für mich. Kein Tainted Alarm für mich. Aber wir werden Easy Beast besiegen. Also da bin ich guter Dinge, was das angeht. Ach, ich habe keinen Schlüssel. Lul. Also, was das angeht, bin ich guter Dinge. Dass wir den besiegen werden. So, das ist nicht das Problem. Aber ich komme halt hier nicht rein. Ach ja. Ja, lass noch die ganze Zeit HP down einsammeln. Boy. Oha. So. Naja, es ist wie es ist. Ich kann es leider nicht ändern. Oh, das Ding. Okay, das Brimstone trifft mich trotzdem. Das scheint direkt am. Also, das ist. Die normalen Schüsse nicht. Treffen mich die? Nein, die treffen mich auch nicht. Also das Brimstone trifft mich aber ansonsten nichts. Interessant wäre es jetzt zu wissen, ob mich der Kreisel trifft. Und dass sie seine Federn. Wir müssen es ja nicht. Ja, okay. Der trifft mich. Aber die Federn nicht, okay. Wir müssen es ja nicht herausfordern. Alles kein Problem. Meinen wir haben den Beast. Damit, das Biest damit sie siegt mit Dings, aber. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Find's ein wenig ärgerlich, dass wir den Anlock nicht haben. Ich hätte ja sogar Perks trotzdem mitnehmen können, ne? Weil wir ja die Doppelpillen hatten. Ich hätte ja Perks mitnehmen können. Ach, dieser Moment wieder, ey. So viele unglückliche Zufälle einfach. So viele komplett zusammenkommende unglückliche Zufälle. Ja, ich habe eh Perks in dem Abschnitt, von daher ist es wurscht. Wie ist es jetzt hier? Okay, die treffen mich. Klar, weil die ja in der Luft sind. Ich bin ja auch in der Luft. Also hier ist jetzt eigentlich egal, dass man klein ist. Da nützt der Pluto-Effekt nichts mehr effektiv. Außer halt, dass man klein ist. Aber dass man nicht getroffen werden kann, so das ist jetzt nicht mehr der Fall. Tschüss. Ach ja, ach, ich habe die Kerze gar nicht eingesetzt. Ah, wer hätte gedacht, in welche Richtung dieser One läuft, ne? Ach so, ärgerlich. Oh, aua. Einfach nur ärgerliche Scheiße. Ich bin total frustriert gerade. Ich kann doch so oft sagen, es ist egal, aber ich bin einfach frustriert.
weil ich mit sowas nie gerechnet hätte und weil es einfach so viele unglückliche Zufälle sind, die zusammenkommen. So viele unglückliche Zufälle. Das ist so frech, Mann. Wenn hätte ich gewusst, dass das passieren kann, hätte ich es nicht gemacht. Nicht in dieser Ebene. Ich hätte in jeder anderen Ebene hätte ich das machen können, aber nicht in dieser Ebene. Kacke. Alles Kacke. Alles Kacke. Tschüss. Gut daneben geschossen übrigens. So, Beast, komm her. My friend. Oh, das war zu ballen. Ich hoffe, die Kerze schmeckt dir übrigens, die blaue Kerze. Ganz viel Liebe, aua. Dich gekauft. Oh. Oha. Du machst ja Sachen. Ach, jetzt kommt der Quatsch wieder. Oh. War nett mit dir. Oh Mann. Ach ja. Wie gesagt, es war klar, dass wir dass wir Beast besiegen unter den Voraussetzungen. Aber ja. Nächste Folge. Wir holen uns Tainted Samson. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.